So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und letztens wurde es ja noch kurz angekündigt, dass wieder was gefunden wurde im Code. Eine Medaille, ein Medaillon, wie auch immer. Eher ein Medaillon oder eine Münze, weil Medaillen, das ist ja wieder was anderes. Und jetzt ist es offiziell in Pokémon Go auch angekündigt worden, bestätigt worden. Neues Team-Medaillon lässt Trainer das Team wechseln. Die Nachricht kam gestern Abend schon rein. Wir wollen heute noch mal kurz schauen, was genau da dabei steht. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, denn ich werde mein Team wechseln. Ja, was ist da denn los? Was hat der Rams jetzt schon wieder vor? Aber dazu später mehr. Jetzt wollen wir kurz mal hier schauen. Neues Team-Medaillon lässt Trainer das Team wechseln. In den letzten 2 Jahren ging es beim Erobern von Arenen und Kämpfen in Raids um Teamarbeit. Egal ob Team Intuition, Team Weisheit oder Team Wagemut, du hast dich einem Team angeschlossen, in dem sich alle gegenseitig geholfen haben, bessere Trainer zu werden. Wir haben mit Begeisterung zugesehen, wie du dich mit anderen Trainern und mit viel Teamgeist neuen Herausforderungen gestellt hast. Bist du bereit, deine Talente mit in ein neues Team zu nehmen? Die Teamleiter werden dich mit Sicherheit liebend gerne für sich gewinnen wollen. Und ihr wisst ja, Team Gelb war immer die Unterzahl. Jeder hat verachtend auf Team Gelb heruntergeschaut und sich darüber lustig gemacht. Und Rot und Blau haben sich die Spitze geteilt. Da gab es immer ein Kopf-an-Kopf-Ringen, obwohl Blau wahrscheinlich immer noch das am meisten gespielte Team war seit Anfang an, auch hier bei uns. Deswegen habe ich damals ja auch Team Gelb genommen, denn die Blauen haben gesagt, los Ramses, nimm Blau. Die Roten haben gesagt, los Ramses, nimm Rot. Und keiner hat gesagt, nimm Team Gelb. Und da habe ich mich natürlich für die Außenseiter entschieden, damit ich ein bisschen was Eigenes habe. Aber mittlerweile hat sich das Denken in den Köpfen der Menschen so geändert. Plötzlich will jeder Team Gelb sein. Team Gelb wird immer beliebter. Jetzt, wo das mit dem Medaillon reinkam und die Leute alle gesagt haben, yo, ich glaube, Team Gelb wird jetzt das stärkste Team überhaupt. Alle wechseln zu Team Gelb. Und ich habe viele schon gehört, die gesagt haben auch, ja, wir wechseln zu Team Gelb. Und Gelb ist richtig cool. Und ja, yeah, das wird richtig genial. Ja, ist natürlich dann auch kacke, weil es immer so ist, wenn man was für sich hat oder toll findet, das währt nicht lange, weil plötzlich hat es dann jeder oder will jeder oder macht jeder. Aber wir lesen nochmal kurz weiter, was jetzt noch ist. Wir freuen uns über die Einführung von Teamwechsel gegen Ende des Monats. Am 26. Februar ab 13 Uhr PST, also das ist dann wieder abends bei uns, am 26. Februar 22 Uhr ist das Ganze, das ist also schon diese Woche, nächste Woche, Anfang nächster Woche, wann ist der 26.? Ich habe leider gerade kein Bild vor Augen, auf jeden Fall 26.02. Merkt euch dieses Datum. Trainer können mit Teamwechsel einmal pro Jahr das Team wechseln. Interessierte Trainer können für 1000 Pokémünzen im Shop ein Teammedaillon erwerben. Und 1000 Pokémünzen sind umgerechnet also ca. 10 Euro. Ihr könnt also für 10 Euro euer Team wechseln, einmalig im Jahr. Meinetwegen hätten die das auch auf 1000 Euro hochschrauben können, damit einfach keiner sein Team wechselt, außer die Hardcore-Suchtis. Wähle dein neues Team mit Bedacht, Trainer, denn du kannst ein Team-Medaillon nur alle 365 Tage im Shop kaufen. Nach dem Kauf findest du das Team-Medaillon in deinem Beutel. Wenn du es aktivierst, wirst du auf mehreren Bildschirmen durch die Auswahl deines neuen Teams geleitet. Wir freuen uns schon auf die neuen Arenen, die du mit deinen Freunden und Pokémon erobern wirst. Da bleibt nur eine Frage. Wirst du mit Spark Eier brüten, mit Blanche Forschung betreiben oder Seite an Seite mit Candela kämpfen? Zeige deinen Teamgeist und go! Tja, was das jetzt damit zu tun hat, welche Farbe man hat, dass man neue Arenen einnehmen kann, weil wenn ich in eine neue Stadt reinkomme, kann ich eigentlich immer jede Arena einnehmen, weil die wechseln da eh alle 5 Sekunden. Die meisten haben ja keinen Arena-Plan und da geht alles wild drunter und drüber. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich werde wechseln. Und zwar werde ich nicht meinen Hauptaccount wechseln. Der Ivar Scharf, der ist ja gelb, der kommt von Herzen, der bleibt so. Aber damals durch meine Ex-Freundin, die wollte ich unterstützen, habe mein Ivar Mild-Profil angelegt. Weil sie rot war, habe ich das auch rot genommen, damit ich zusammen mit ihr natürlich in Arenen sitzen kann, dass wir da zusammen kämpfen können. Die gleiche Farbe haben, ihr zuliebe habe ich das damals gemacht.
war eine richtig dumme Entscheidung. Das sage ich auch nochmal jedem. Denkt einfach ein bisschen mehr an euch, Leute. Denkt nicht so viel an andere. Schaut auch einfach mal auf euch, was ihr wollt, was euch gut tut. Zieht euren eigenen Vorteil erstmal heraus und dann kommen die anderen. Macht's nicht wie ich, macht's nicht falsch rum. Denkt nicht immer an die anderen und dann steht ihr da und habt euch in die Hose geschissen. Nein, denkt an euch, guckt einfach mal auf euch, setzt euch mal durch, seid mal egoistisch, seid Arschloch wie Sau. Hätte ich damals Geld genommen, hätte ich mir jetzt 10 Euro gespart. So muss ich jetzt mein Eiwa Mild Account zu Team Gelb wechseln und auch den Eiwa Soft Account, aber da habe ich keine Wahl gehabt. Den habe ich übernommen damals und der war schon rot. Da habe ich nur den Namen geändert. Ja, die Chris weiß Bescheid, aber das sieht die ja eh nicht. Und ja, das wird dann richtig genial sein, denn auch der Eiwa Kids Account ist gelb. Und jetzt spart man sich dann natürlich das, wenn man in der Gegend rumreist und man sieht, oh, Arena und ich setze mich rein. Und dann sitze ich aber ganz alleine mit meinem gelben Account da drin, hab voll die Angriffsfläche. So kann man schön die Arena bestücken mit ein und derselben Farbe. Und es erübrigt sich auch, wenn man laut Arena-Plan in der Heimat rumgeht und man weiß, okay, ich muss die Roten jetzt da reinsetzen und die Gelben muss ich jetzt da reinsetzen. So weiß man, ich habe nur noch Gelb, ich gehe zu der einen Arena, ich setze die Gelben und dann habe ich meine Ruhe. Ist also viel unkomplizierter, macht mehr Spaß und auch bei den Freundschaftsboni, die greifen auch besser, wenn ihr keine unterschiedlichen Teamfarben habt, wenn ihr nämlich mit euren Accounts kämpft und die alle die gleiche Teamfarbe haben und auch noch beste Freunde, könnt ihr auch bei den Raids dann das bestmöglichste Ballergebnis rausschlagen. So, ich habe natürlich schon ein paar Videos darüber gemacht und auch in den Kommentaren von vielen gelesen, die alle dagegen sind, strikt dagegen und die auch gesagt haben, sie werden ihr Team nicht wechseln, sie werden niemals ihr Team wechseln und Ehrensache und das macht man nicht und das ist richtig räudig. Für 2 Accounts, okay, da kann man ja mal überlegen, aber wer sein Hauptaccount wechselt, das kann ich halt wirklich nicht nachvollziehen, außer dass man damals auch beim Hauptaccount nicht auf sich selbst geguckt hat, sondern sich nach anderen gerichtet hat. Ich habe damals auf mich geguckt, ich habe bestimmt hier noch rote Tomatensauce am Mund. Ich habe damals auf mich geguckt, deswegen ist der Hauptaccount safe. Obwohl, da hätte ich wenigstens die Münzen drauf, um das zu wechseln, bei den anderen natürlich nicht. Da muss man halt mal was investieren, Bruder. Aber die kleinen Accounts werde ich auch rüberholen, werde mir die gelbe Allianz aufbauen und dann geht's richtig ab. Wenn das soweit ist, wenn das drin ist, werde ich natürlich ein Video machen, wie wir das Team switchen, wie das aussieht. Macht ja eben auch nicht jeder, manche machen das vielleicht extra für YouTube, ich muss es ja eh machen, weil ich da schon lange drauf gehofft habe, dass das möglich wäre. Ich habe das, wie gesagt, damals so bereut und wollte das immer alles vereint haben an einem Platz. Jetzt ist es möglich, ich freue mich drauf, endlich alle vereint, Eiwa Scharf, Eiwa Bild, Eiwa Soft, Eiwa Kids, was will man mehr? Würdet ihr wechseln? Ich frage natürlich nochmal. Viele haben schon gesagt, nein, würden sie nicht. Aber mich würde wirklich mal interessieren, ob jemand seinen Hauptaccount wechseln würde, obwohl er jetzt jahrelang damit gespielt hat und warum das so ist. Denn wie gesagt, ich würde es nicht machen. Aber jeder hat dann natürlich eine andere Meinung. Man kann natürlich auch jedes Jahr eine andere Farbe spielen. Einfach so aus Spaß an der Freude. Fände ich zwar richtig sinnlos, aber kann man ja auch machen. Mal die Welt aus anderen Augen betrachten. So viel ist dann eigentlich nicht anders. Außer halt das Menü, die Teambewertung sieht ein bisschen anders aus. Man muss sich wieder die neuen Sätze einprägen. Aber das macht jeder, wie er möchte. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht, wie das vonstatten geht. Und das war's von meiner Seite aus jetzt hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.